dass Prinz Harry, 33, sein Herz nicht nur an Herzogin Meghan, 36, sondern auch an Afrika verloren hat, ist kein Geheimnis. Und obwohl sich die beiden auf diesem Kontinent auch ineinander verliebten, flog Prinz Harry nun ohne seine Frau nach Lesotho. Wie der Kensington-Palast gegenüber dem Magazin People bestätigte, flog der Prinz alleine in das Land im südlichen Teil Afrikas. Da es sich bei seiner Reise nach Lesotho nicht um einen offiziellen Termin handelte, war die Begleitung der Herzogin keine Pflicht. So blieb die 36-Jährige auf britischem Boden und setzte sich nicht mit ihrem Mann am vergangenen Donnerstag, dem 21. Juli, in den Flieger nach Johannesburg. Wie People weiter berichtete, habe der Prinz einen Linienflug nach Südafrika gebucht und in der ersten Klasse Platz genommen. In Lesotho vor Ort eröffnete er dann eine Schule, die mit Hilfe der royalen Charity-Organisation Sentebale gebaut werden konnte. Berühmte Köpfe der Wohltätigkeitsorganisation sind dabei nicht nur die britischen Royals, sondern auch Prinz Seeiso von Lesotho, 52. Der Herzog war auf einer privaten Reise, um die Arbeit von Sentebale in einem Lager für gefährdete Kinder und Jugendliche sowie andere Projekte, die von der Wohltätigkeitsorganisation finanziert wurden, zu begutachten, sagte der Sprecher des Vereins. Zudem nahm Harry auch an einer Vorstandssitzung der Naturschutzorganisation Afrika Parks teil. Das zugehörige Projekt hatte er bereits in Botswana unterstützt. Vor allem Botswana durfte bei Meghan und Harry gemeinsame Erinnerungen wachrufen, nur wenige Wochen nach ihrem ersten Treffen flogen die beiden gemeinsam nach Afrika und verbrachten dort 5 Tage, um sich ausgiebig kennenzulernen. Warum Meghan ihren Ehemann nicht begleitet hat, ob sie während seiner Abwesenheit an eigenen Projekten arbeitete oder sich weiter in Sachen royaler Etikette schulen ließ, gab der Palast nicht bekannt. Schon heute ist ihre Harry-Freizeit aber vorbei. Wie das Königshaus bestätigte, nimmt Harry an der Veranstaltung The Queen's Young Leaders im Buckingham Palace teil und wird an der Seite seiner Großmutter, Queen Elizabeth, 92, auftreten.